Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns haben wir einen Tycoon, einen Bank-Tycoon. Roger, ich begrüße dich ganz herzlich. Der Roger Liebi aus dem Präsidium der Kantonalbank Zürich. Nun, das ist etwas Besonderes. Du gibst nicht so viel Interview, du suchst da aus, wo du hingehst. Darum freue ich mich besonders, dass du zu mir kommst. Danke vielmals, Valentin, es freut mich auch. Das ist schön. Ich habe einmal gehört, du seist ursprünglich ein Thuner. Ja, das ist so, ja. Also, ja, und das unterscheidet man ja sehr von Bern, ist das richtig? Also aus meiner Sicht schon, also zumindest zu der Zeit, als ich da war, also 1961 bis 1991, mit ein bisschen Unterschieden. Aber da hat man natürlich gesagt, Thun und Bern, das ist wirklich wie Zürich und Basel fast, oder? Also Thuner ist natürlich ein Oberländer. Ja. Und der Berner ist quasi Patrizier, oder? Und das ist so ein bisschen, ja, das hat man damals das Feine so ist das, was sich unterscheidet das und so etwas Besonderes bietet. Ja, genau. Das hast du bewährt. Genau. Darf ich dich fragen, was du so in der Jugend und beim Heranwachsen gemacht oder angestellt hast? Ja, ich bin... Ich glaube, angestellt eigentlich nicht. Aber nichts Schlimmes. Die man als Jugendlicher so ein bisschen macht. Nein, ich bin natürlich ein total sportfaszinierter Mensch gewesen. Ja. Mein Vater ist Bist du heute offenbar? Bin ich immer noch, sieht, ja. Du bist fit. Ich bin immer noch sportfasziniert. Nicht mehr so ganz so. Ich mache nicht mehr das Gleiche wie früher. Ich bin Fußballspieler gewesen. Ich wollte Profi werden. Habe es auch fast geschafft. Ich bin auch wirklich meine Eltern oder mein Vater, wo sinnigerweise an internationalen Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter war, hat mich eben sinnigerweise dann gebeten, nicht Profi zu werden. Also sozusagen als Bankrat im Fußball. Genau. Ja. Ist übrigens prägend, das möchte ich, kann ich gerade vorausschicken. Ich habe so lange wirklich Leistungssport gemacht als Fußballer. Aber es ist ja so als Goalie dann noch. Und das ist deswegen prägend, weil man hat so zwei Sichten im Ganzen. Man hat eine Teamsicht. Man arbeitet im Team, man ist als Team erfolgreich oder auch nicht. Und als Goalie ist man völlig allein. Oder? Als das Goalie ist man einfach allein. Das einem im Beruf und später auch im Bankberuf sehr weiterhelfen. Ja. Einerseits bist du der Manager. Andererseits auch das Team und die Verantwortung für die Öffentlichkeit, die Verantwortung für die Bank. Ja. Also darum sage ich, das hat mich geprägt bis heute. Würde ich an jedem raten, glaube ich, Sport und vor allem Teamsport ist nicht immer gleich, aber bringt viel. Oder? Es gibt auch viele Einzelsportler, die gut sind, weil die haben durchhalten wollen und die haben das und jenes, die haben andere Vorzüge. Gibt es auch, dass manchmal ein Manager von euch etwas macht, dann könnt ihr sagen, Goal? Jetzt im Tagesgeschäft ist es eigentlich mehr der Fall, oder? Da hat man früher hat man das also gesagt. Jetzt kann man auch sagen, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt bei verschiedensten Banken. Und du weißt ja, ich habe in verschiedenen Banken dürfen arbeiten. Wollen wir erst dort nachfragen, bei welchen Banken bist du alles gewesen? Ich habe angefangen bei der Schweizerischen Bankgesellschaft. Du, das freut mich jetzt, dass du sie mal Schweizerische Bankgesellschaft nennst. Ja. Das ist nämlich der Ursprung. Es muss nicht immer alles Englisch bezeichnet sein. Ja, das hat einen anderen Grund übrigens. Oder? Ja. Die Schweizerische Bankgesellschaft, für mich zumindest, war eigentlich eine andere Bank als jetzt die UBS, die ja eigentlich aus dem M&A herausgekommen ist zwischen der Schweizerischen Bankgesellschaft und dem Schweizer Bankverein. Und damit hat sich natürlich auch die Kultur verändert von der Bank. Ich will das nicht werten, aber es ist so. Es ist nicht mehr so lokal verwurzelt, sondern internationalisiert. Dort bist du wie viele Jahre gewesen? Wenn ich zurückrechne, acht oder neun Jahre, so etwas dort rum. Ja. Und zwar in allen Abteilungen, ich habe alles gemacht. Ja. Insbesondere also richtig, von der Pike auf. Praktisch die Banklehre und dann alles weitere abgeschlossen. Kredite, Dings, Kommerz. Am Schalter bin ich gewesen. Ich habe noch die Sparheftchen früher noch da gemacht. Ja, richtig, und so. Ja.
Und dann bin ich aber auch, ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb in Neuenburg. Das hat es da noch gegeben. Also du kennst Swiss Banking von der BKU. Ja, das darf ich sagen, ja. Also das darf ich sagen. Das dünkt mir etwas ganz Wichtiges für einen Spitzenbanker, dass man noch Swiss Banking kennt, ja, und nicht nur New Yorker Banking und internationale Kontrakte, ja, und so. Ja, wobei, ich darf schon sagen, oder? Ich kenne vollkommen Schweizer Banking. Ja. Obschon, es hat sich vieles verändert, selbstverständlich. Sicher. Und es ist auch gut so, in vielen Teilen. Nicht in allen, aber in vielen Teilen. Aber ich kenne natürlich als Internationale, weil ich auch im Breitbank International noch war, bin, lange Jahre bei anderen Banken. Das ist eine schwedische Bank, oder? Ich habe die längste Bankkarriere, wenn man so will, habe ich bei einer skandinavischen Bank gemacht. Ja, ja. Bei der Nordea Bank. Ja. Wenn man so will, ist ja fast ein bisschen das Gegengleich von der ZKB, oder? Weil die Nordea Bank ist ja in dem Sinne eine Staatsbank. Wenn auch teilweise böse kotiert. Aber da hast du vielleicht auch Erfahrungen gesammelt mit einer Bank, die Staatsbindung hat. Ja, ja, das dürfen wir sagen. Ja. Also das ist auch schon bei der anderen. Ich hatte eine andere solche Karriere gehabt, bei der Westdeutschen Landesbank. Sinnigerweise als eine sozialdemokratische Bank. Wobei, da muss ich auch sagen, wir als ABG, ich war ja bei der WSB Schweiz, hat man das nicht so gespürt. Da haben wir unser Geschäft gemacht. Ihr habt eigentlich normales Bankengeschäft können betreiben, ohne dass der Genosse einem dauernd auf die Finger schaut. Ja, ich glaube, das hat die ja gar nicht so interessiert. Die sind einmal im Jahr mit dem Privatjet auf Zürich gekommen. Das ist eigentlich logisch. Ja, das ist auch für Genossen immer gut. Tja. Nun, dann bist du zu weiteren Banken auch wieder. Bist du dann einmal richtig Zürich pilgert? Ich bin 2001, das war eben dann die Zeit gewesen. Ich habe mir dann ausgesucht, ich habe auf Zürich wählen. Ja. Beziehungsweise ich habe von Thun weg wählen, so viel mehr. Oder? Weil einfach kann mich weiterentwickeln und in Thun hat man sich zu dieser Zeit nicht so wirklich gut können weiterentwickeln. Ja. Ich hätte dann auf Hongkong können für die SBG damals. In dieser Zeit habe ich aber meine Frau kennengelernt, oder wo wir jetzt mittlerweile getrennt sind, aber ich habe meine Frau kennengelernt. Für sie wäre Hongkong jetzt einfach zu dieser Zeit nichts gewesen. Ist sie mehr aus der Gegend Zürich oder? Thuna. Auch Thunerin? Aus Spiez, Also Urschweizer haben wir da, das ist sehr gut. Ja, gut, sie hat natürlich ungarische Wurzeln und meine Mutter ist deutsche Wurzeln, also aber eigentlich, wir sind etwas Internationales und etwas europäische Wurzeln, auch sechs aus Altösterreich, aus dem Kaiserreich, das gehört zu uns. Aber der Vater ist aus dem Emmental, der ist wirklich, der ist, also ja, so Bauernbub aus dem Emmental. So ist die richtige Mischung. Und ich freue mich natürlich, wie gesagt, dass ein echter Spitzenmanager im Banking, ein Spitzenmanager, mal Präsident, ein Schweizer ist, ein Schweizer Banker und nicht unbedingt muss aus irgendeinem Entwicklungsland stammen oder zum Beispiel den USA, Entschuldigung, wir sind kein Entwicklungsland, aber einfach, weil man wohl modern sein müsste, die von irgendeinem kommen. Und ich finde, wir haben das Swiss Banking und wir haben die Kultur vom Swiss Banking. Liege ich da falsch? Ich kann das natürlich, jeder soll das anders sehen oder so. Ich finde auch, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, warum sind die Schweizer Banken so erfolgreich gewesen über viele, viele, viele Jahre? Das ist, finde ich jetzt auch, weil es eine Schweizer Bankkultur gibt. Oder hat. Und das ist mir schon auch wichtig und ich glaube, das ist auch das, was ZKB bei aller Internationalität, die sie auch ein bisschen hat, oder? Natürlich. Ist das aber durchaus auch wichtig. Internationale Kunden, logischerweise. Ja. Aber das Swiss Banking ist ja auch die Zuverlässigkeit, die Rechtssicherheit, die wir hier in der Schweiz haben. Ja. Und zwar gerade, weil wir zum Beispiel nicht automatisch alle EU-Gesetze übernehmen. Fändest du das gut? Wir würden jetzt sofort alles übernehmen, was die Kommission dort sagt. Also du redest mich jetzt natürlich als Privatperson. Ja, natürlich. Als private Person, da weiss man von mir ja, dass ich da natürlich kritisch bin zu der EU.
Namentlich auch zu dem ganzen bürokratischen Apparat, der dort ist. Es und ist eine reine Exekutivgesetzgebung. Es wäre wie wenn der Bundesrat bei uns alle Gesetze bestimmt. Denn du weißt ja sicher, was das EU-Parlament zu sagen hat bei EU-Gesetzen. Ja. Das ist gewaltig. Ja. Aber jetzt gerade Swiss Banking, die Rechtssicherheit, die Rahmenbedingungen, auch die Arbeitssicherheit in der Schweiz und eben, dass es in der Schweiz ist, hat ja haufenweise Kunden angezogen, auch aus dem Ausland. Ja. Und hat dann dazu geführt, zum Beispiel, auch während dem Zweiten Weltkrieg sind viele Leute, haben das als letzter Hort in Europa noch angeschaut, wenn es nicht gerade in die USA gegangen sind, war auch ein Hort gewesen. Ja. Aber man hat es noch als die letzte Bastion angeschaut. Und das hat ja dann auch wieder Folgen gehabt, weil sehr viele Kunden nicht mehr gelebt haben später. Ja, das ist so. Ja. Da hat man, natürlich hat man dort dann das eine oder andere wirklich mein Aufarbeiten, ist nicht so einfach gewesen, weiss ich noch, kann mich noch erinnern, bei der einen oder anderen Bank, was das für ein riesiger Aufwand war, dann all die Leute zu suchen und dann noch Verwandte zu suchen und so weiter. Ich kann es mir vorstellen. Mir ist auch noch nicht so weit gewesen, wenn man ehrlich ist, oder, in dem ganzen Thema Know Your Client. Oder früher hat man, da kann ich mich noch erinnern, in den 80er Jahren. Mehr fast anonym können machen früher. Also, anonym nicht, das ist, glaube ich, ein Mehr. Nicht direkt oder, anonym. Anonym ist, das kommt nur in den Krimis vor. Das ist also noch nie, es hat noch nie ein Nummernkonto gegeben, das anonym ist. Das gibt es übrigens nur in Österreich, nur kommen die nie an Kassen. Also es ist das einzige Land, und wo in Delaware. New York und Miami, glaube ich. Also Österreich ist so gewesen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in der Zeit, wo man immer in diesen Filmen, in allen Filmen, oder, wo man gesehen hat, hat doch der Böse hat immer noch ein Konto in der Schweiz, ein anonymes, oder? Ja, das wird gerne als Klischee verwendet. Das Sie verwenden so selten ein Delaware-Konto oder ein USA. Mit einer Delaware-Gesellschaft kannst du ja in den ganzen USA beliebig anonym Konto eröffnen. Ja. Und dort kannst du also auch noch mit dem Lieferwagen anfahren und das Geld bringen. Ja. Wobei, man muss schon sagen, es hat nie anonyme Konto gegeben. Österreich hat eben ganz anonym, hat man wirklich auch noch ohne den Namen sagen. In der Schweiz hat es in dem Sinne keine anonyme Konto gegeben, auch keine Nummerkonto. Aber was man natürlich nicht gemacht hat, ist die Kundengeschichte auch wirklich kontrolliert. Das ist also schon so, dass man sagt, nun, das ist heute anders. Das Bankgeheimnis selber hat ja seinen Ursprung sogar vor dem Zweiten Weltkrieg, aus der ganzen Krisensituation, eigentlich zum Schutz vom Kunden vor staatlichen Übergriffen. Ja, ja. Ist das darum heisst es ja eigentlich, ich finde auch der Begriff Bankgeheimnis ist nicht ganz richtig. Es ist ein Kundengeheimnis. Ich glaube, das ist immer noch wichtig. Man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Man kann durchaus sagen, wenn man den Bankkunden will schützen vor Zugriffen von irgendwelchen Behörden einfach so, dann ist das ist absolut gut. Und ich glaube, das ist immer noch so. Ja, ja. Also sagen wir Verstaatlichungen oder irgendeine Diktatur greift auf ihre Bürger und sagt jetzt, eures Geld gehört alles uns. Ja. Ja. Da wäre er immer noch geschützt. Das, so wie ich das gesehen habe, ist man da geschützt, oder? Es sei denn, er hätte Kriminelle vergangen. Das ist halt immer so eine Frage, wie dann die Justiz das anschaut. Das ist, ich glaube, als Bank muss man so viel machen können, dass die Privatsphäre und auch von einem Kunden geschützt ist. Ja. In dem Sinne, dass sein aber Eigentum die Bank geschützt ist. Oder? Nie Kriminalität geschützt, das muss man auch sagen. Also das Bankgeheimnis ist ja immer aufhebbar gewesen durch den Staatsanwalt, auch Rechtshilfe. Ja. Bei kriminellen Taten ist nie bestritten gewesen, so viele Nein, Leute. Ist nicht bestritten gewesen, aber es ist natürlich klar, dass wahrscheinlich im Einzelfall die ein oder andere vielleicht auch ein bisschen über das, nicht Banken, aber auch einzelne Leute über das rausgegangen sind. Das ist sicherlich teilweise so, manchmal aus Unwissenheit vielleicht, manchmal aus vielleicht ein bisschen falschem Ehrgeiz, das muss man alles sagen. Aber eigentlich, nein, es hat ja nie einen wirklich
man hat sich an die Gesetze, die in der Schweiz gehalten haben, ja, wirklich angehalten. Und das macht man jetzt halt unter anderen Vorzeichen jetzt auch. Ja. Wenn man einfach sagt, wir wollen jetzt sicherstellen, dass niemand irgendwo Steuern hinterzieht. Und das ist dann, die wird man Schlumpf und Obama-Zeit abbrechen, also der Wirtschaftskrieg von Obama-Regierung gegen den schweizerischen Finanzplatz. Da sind ja Banken bedroht worden, wir öffnen gegen euch wegen Conspiracy, wenn ihr nicht alles offenlegt. Und dann sind eure Arme und Beine abgeschlagen. Du kennst das mit den ESDA-Verträgen. Ja, ja. Ja, natürlich, es hat, der Druck ist dort hoch geworden. Jetzt muss man vielleicht auch dort jeden Einzelfall anschauen. Es hat auch da bei uns natürlich Sachen, also bei uns, ich meine, auf dem Schweizer Bankplatz, sicher die ein oder andere Sachen gegeben, die wir im Nachhinein auch Leute in den Kopf schütteln. Wieso haben die? Und wie haben wir das können so machen? Gemacht, oder? Aber die, das andere hat es wahrscheinlich auch gegeben, dass dann auch Übertreibungen auf der anderen Seite kommen. Wenn man es anschaut aus der Zeit jetzt, dann hat man so in den Jahren vorher manchmal eine Art Schnöselkultur in vielen Banken. Weißt, man hat nur noch belohnt, den, der am meisten Umsatz bringt, den, ja, der Trading macht, ja, was ja nicht im Interesse des Kunden ist. Und ja, es war ja völlig dann wurscht gewesen, eigentlich, ob der schaut, woher das Geld kommt. Ja. Ich sage nicht bei der Kantonalbank, ja, nein, da gibt es andere Beispiele. So, aber das ist übrigens, das ist ein Thema, das natürlich wichtig ist jetzt heute. Übrigens, einfach eins zu sagen. Immer, wenn man in die Geschichte zurückschaut, wissen alle heute, wie man es gestern hat sollen machen, oder? Richtig. Das ist, ich gehöre auch zu denen. ich glaube, es ist wichtig, in jedem Fall, die auch sagen, Geschichte interessiert mich nicht, ist völlig falsch, auf einmal, oder? Ich glaube, Geschichte ist eine Basis von vielem. Ja. Und es ist auch Basis für das, um zu lernen, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Aber oder wie man es vielleicht muss auch gut es aus ist. Der Zeit von damals anschauen, wie ist etwas klar gewachsen, wie ist etwas entstanden, ja, was ist auch der gute Sinn des Bankgeheimnis. Da war nie gewesen, Kriminalität zu verbergen oder irgend so etwas. Ja. Darum ist das, ein bisschen, ist das für mich ein zentraler Punkt, oder, wenn man wie so ein Motto ist, mit Umsicht zu arbeiten, was für mich ist, was schon antönt als Goalie. Als ich gewesen bin, von hinten raus schauen konnte, wenn man einen Fehler gemacht hat, zu lernen, wieso hat man den gemacht und dann quasi Spiel voraus vor sich sehen, das ist die etwas, die Kontrollfunktion, wenn ich richtig ist, orientiert bin, bist du bei der ZKB eigentlich direkt dann in den Bankrat eingestiegen, in eine Kontrollfunktion. Und nicht nur, natürlich auch eine strategische Funktion im Sinne von Weiterentwickeln. Beides natürlich. Bei der Entwicklung und Kontrolle. Ja, genau. Aber da ist der Bankrat ZKB natürlich berühmt für ein sehr umsichtiges Handeln. Ja, also das, ich dürfte sagen, ich habe da extra noch, viele kennen es vielleicht oder haben es schon gesehen, ich habe das Buch mitgenommen, oder? Hast du vielleicht auch schon gesehen? Geschichte als Kantonsrat hast du es bekommen. Ja. Da sind 150 Jahre Geschichte drin. Ja. Ja. 150 Jahre, wovon genau ein Jahr, muss man sagen, nur ein Jahr ein Defizit war. Und das zwar das soll, am Anfang, das ist im ersten Jahr. Das soll euch mal jemand nachmachen. Und das ist wirklich ganz toll. Mit dem, das ist eben der Punkt, wo ich will sagen, die Pandemie beispielsweise, Covid oder so, auch wenn das jetzt natürlich viel Einfluss hat, wir haben im Jahr 1918, das vielleicht wissen das einige, noch, haben wir ja die spanische Grippe gehabt. Das war eine riesige Grippe-Epidemie. Wir haben, da hat es Millionen Tote gegeben. Ja. Also mehr als im Weltkrieg, also im Ersten Weltkrieg, das muss man sich mal vorstellen. Oder? Aber wir haben auch dort haben wir unseren Gewinn können behalten und sind auch weitergefahren. Und ihr gehört ja zum Teil dem Kanton, zu einem guten Teil. Der Kanton tut sich auch einschalten, tut auch bei Wahlen mitwirken, wirken vom Präsidium, von der Bankrat und allem. Das ist der Unterschied zum Verwaltungs- und ich finde es einen guten Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Das ist eigentlich auch das, wo etwas vom Wichtigsten fast, was ich sage, wo wirklich auch immer noch für die Staatsbank als solches, wo ja immer wieder in Kritik ist,
Soll es das geben oder soll es es nicht geben? Übrigens seit fast 150 Jahren in der Kritik. Ich bin sehr dafür, dass es es gibt. Denn reine Kapitalbanken, das sind alle anderen. Ja. Also warum soll es nicht eine Bank geben, die mit dem Zürcher Staat verbunden ich ist? Ich finde es gut. Und auch dann eben einen Fokus darauf hat, aus Zürcher Gewerbe, ja. auch ja. die Zürcher Immobilienentwicklung, ja. die Bürgerentwicklung ja. und alles, dass ja. man da kann das weitertreiben. Ja, ja. Übrigens, wir sind seit 1920 der Treiber von Finanzierung von Wohnbaugenossenschaften. Seit 1920 ja. hat das ja. bereits angefangen. Wir können noch schnell ein bisschen zurückkommen auf das, ganz, auf das Thema, oder? Für, ja. Für die verbindliche Wertschöpfung, die die ZKB für den Kanton gemacht hat. Wir haben also, wie gesagt, Krisen sind nichts Neues. Nichts Neues. Das ist klar. Die Bank ist durch zwei Weltkriege gegangen. Durch x Finanzkrisen. Ja. Durch in der Schweiz 92 bis 96, viele Leute wissen das gar nicht mehr, Immobilienkrise, harte ja. Immobilienkrise. Ja, ja. Da waren ja Immobilien auf einem absoluten Peak gewesen, ja. mit auch trotz höheren ja. Zinsen. Ja. Also da hat man, glaube ich, 7,5% für ja, eine Hypothek gezahlt ja, ja. ja, ja. oder mehr. Ja, ja, das ist extrem. Oder? Und dann ist natürlich dann eingebrochen, die Immobilienmärkte. Dort ist mehr. Aber bis zu 100% finanziert worden. So viel das ist völlig anders gewesen, als es heute ist. Oder? Da ja. hat man wirklich teilweise 100%. Also bei der ZKB, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie wir es damals gemacht haben, aber es ist weit verbreitet. Die ZKB war vorsichtiger gewesen, das weiß ich, aber ist weit verbreitet andere gewesen. Banken haben da zum Teil ganze Überbauungen. Ja. mit 100% finanziert, ja, ja. Ja, ja. was dann natürlich zum Desaster führt, ja, ja. wenn der Generalunternehmer plötzlich pleite ist. Ist übrigens auch schon in den 80er Jahren gewesen, dort wo ich bei der eben, Schweizerischen Bankgesellschaft Thun gearbeitet ja. habe. Ja. Wir haben quasi das Büro mehr oder weniger gerade Seite an Seite fast von der Spar- und Leihkasse Thun. Und ja. ich muss sagen, oder das darf ich auch sagen, wo ja auch verwurzelt die Bank ist. Dort, sie oder? Ist, ja. das ist ja die, die nachher eine pleite gegangen ist, oder? Ich bin ach, auch, ich war wirklich noch. Krise. Und ja. das muss man, das prägt einem auch, oder? Das ist ein weiteres Punkt, wo mich im Banking dann noch prägt, ist, wenn du zu einer Bank laufst, wo quasi gestürmt wird, wo die Leute draußen Schlangen stehen, um dass sie ihr Geld können, ja. abholen, ja. dann weiß schon auch, auf was es drauf ankommt, oder? Weil am Schluss also das um heisst, die Leute, die Kunden sind, die Leute in dem Kanton. Der ja, Sicherheitsgedanke ist bei dir ganz stark verwurzelt. Ja, durch ja. die Erlebnisse auch, durch die Geschichte, die du erlebt hast. Durchaus. Und der Gedanke mit Umsicht zum Erfolg. Ja, das ist genau. auch in dem Titel von der ja, Sendung. Ja. ja, genau. Umsicht führt am besten ja. zum Erfolg. Ja. Also Sicherheit ist wichtig, oder? Aber du darfst ja nicht bremsen nur, oder? Also ich nein, bin nicht klar, Bob der Bremser, oder? Sondern nein, für mich wäre, glaube ich, einer Bob gut, oder? Ja. Der, der muss steuern und gleichzeitig bremsen, das wäre wahrscheinlich, wenn ich einen Einzelsport würde machen, wäre das dann wärst gut. du Bobfahrer. Dann wäre ich Bobfahrer. Dann musst du steuern aber und kann bremsen, wenig, aber der ist halber schnell. Ich bin beim Start zu wenig gut, glaube ich. Ja. Das ja. nicht. Aber die Parallele Sport und Banken, also auch die Umsicht, wie, ja. es kommt ja. nicht nur auf Geschwindigkeit an, ja. es kommt eben darauf an, wie du das Ganze anbringst, wie du es betreibst. Ja. Ihr geltet auch als gewerbefreundliche Bank. Ja, sind wir auch. Ja. Ja. Also wir sind natürlich, Gewerbe muss man fast beides anschauen, das Gewerbe im eigentlichen Sinn, also der Beck, der Coiffeur jetzt gerade Covid, oder? Wichtig, dass wir da schnell ja. können helfen. Ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Wir sind als ZKB durchaus natürlich mit anderen Banken, aber wir haben die Initialzündung mit dem Ernst Stocker versucht, da gemacht im Kanton, dass wir schnell da können helfen mit Massnahmen, Kredit und so weiter. Tönt ihr auch Startups anschauen? Und da habe ich gerade dazu kommen, oder? Bei Startups ist das Zweite, wenn man jetzt von diesen Gewerben. Das ist dann immer noch Gewerbe, aber Startups geben mir ja, seit ein paar Jahren ja, 150, 200 Millionen, wir haben einen grossen, dreistelligen Millionenbetrag, den wir da ja. in Startups investieren und die natürlich dann auch noch begleitet. Also aber ihr schaut sie an?
Also ihr tun nicht einfach lösen und sagen, ja, wer will noch? Oh, nein, das wird also genau angeschaut. Passen die an zu uns? Passt das Geschäftsmodell? Die erfolgreich sein? Was braucht es dazu, dass sie vielleicht noch erfolgreicher werden oder dass sie weiter zu Geld kommen? Das gehört zum Ruf von der Kantonalbank, eben die Sicherheit, Umsicht. Ja. Aber eine Frage. Das zieht ja sicher auch noch ausländische Klienten an. Dürfen die Ausländer noch zu euch kommen oder nicht mehr? Ja, die dürfen schon kommen. Ja. Also sofern sie nicht gerade Amerikaner sind. Ja, wir haben natürlich, wie viele andere Banken haben, wir haben da mal geschaut, aufgrund von den verschiedenen rechtlichen Bedürfnissen oder Anforderungen, die es hat, kannst du heute gar nicht mehr von jedem Land Kunden haben. Du kannst nicht für jedes Land Steuerrecht, Staatsrecht und weiss ich was, Zivilrecht abdecken. Ja. Irgendwann musst du sagen, für die Anzahl Länder, die mich betreuen, kann ich das. Ja. Da kann ich sagen, mal, da fühle ich mich sicher. Aber das sagen wir abdecken und dann kann man das. Wo die heisst, ist Vermögen versteuern, der kann das Vermögen bei euch anlegen. Der kann das weiterhin machen. Das machen sie auch gerne übrigens. Oder? Das machen relativ viele, habe ich festgestellt. Ja. Ja. Und auch Klienten, die das machen und dann sogar ihre Steuererklärung bringen, um zu zeigen, dass sie es machen. Ja, also sie müssen so zeigen, dass sie es versteuern, oder? Das ist ja klar. Ja. Ist auch gut so. Aber auch da, du hast es schon angesprochen, Sicherheitsgedanke ist eben sehr hoch. Also wir haben das Gefühl. Und natürlich aber auch zunehmend. Und will allein auf dem aufbauen, mal, das ist gut. Aber du musst natürlich auch die fachlichen Fähigkeiten haben. Du musst Ich kann mir vorstellen, dass bei unsicheren Ländern an sich der Bedarf da wäre. Ich bin nicht Rassist, aber nimm irgendein afrikanisches Land, das unter einem Diktator ist. Ja. Dort ist natürlich eine enorme Unsicherheit. Ja. Und da wollen die Kunden sicher kommen. Aber können sie das? Also es ist, wie gesagt, wenn das Kriterium ist, dass wir alle rechtlichen Aspekte von einem Land abdecken können. Dann wird es schwierig. Oder? Also von dort her, wir wollen ja niemanden ausgrenzen, aber dort, wo wir nicht gewährleisten können, dass wir das alles abdecken können und wo wir auch nicht gewährleisten können, ist der zweite Punkt, dass KYC, Know Your Client, also wissen, was hinter dem Kunden wirklich steckt, die ganze Geschichte, woher kommen die Gelder, wie hat er sich wirtschaftet, wo und so weiter. Das wird immer schwieriger in Staaten, wo natürlich wo der Informationsfluss vielleicht nicht so ist wie an anderen Orten. Es hat ja sogar auch Aufruhr gegeben um afrikanische Staatsfonds, die da über Verwaltungsgesellschaften investiert haben bei Schweizer Bank und sich dann herausgestellt hat, dass erhebliche Teile von diesen Staatsfonds nicht den richtigen Weg genommen haben, was dann nicht die Verantwortung der Banken war. Ja. Aber es ist einfach gut. Ich glaube, es gibt immer zwei Sachen. Und das ist sicher, das ist nicht meine Aufgabe, aber wir müssen sicherstellen, dass das im Unternehmen so gelebt wird und die Strukturen so stimmen. Das ist einfach das Wissen, wer unsere Kunden sind. Und eben auch können die rechtlichen Geschichten alle abdecken. Und wenn das nicht geht, dürfen wir Kunden nicht nehmen. Schlicht dann und einfach. Verzichten auf den Kunden. Das ist wie wenn ich ein Mandat ablehne, kann ich es mit gutem Gewissen tun, indem ich sage, es gibt genug eine Welt, sie werden sicher jemanden finden, der ihr Mandat nimmt. Also. Aber wie entwickelt sich das Bankgeschäft nun weiter? Es ist ja etwas Dynamisches. Ja. Also, ich glaube, wo wir da mit drinnen arbeiten, man sieht das gar nicht immer so, wir geben höhere Beträge aus jedes Jahr in der digitalen Entwicklung oder in der IT-Entwicklung generell, oder? Aber vor allem im digitalen Bereich. Ich glaube, es läuft natürlich immer mehr in diese Richtung. Das ist nicht zu vermeiden, sollte man nicht, das hat da viele Vorteile. Gerade beim Risiko beispielsweise, oder? Durch die analytischen Möglichkeiten, die du heute hast, über IT, über digitale Kanäle und so weiter, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das Risiko viel besser kannst eindämmen, als es früher war. Die beste Risiko
Eidämmig ist ja Allwissenheit und totale Hellseher-Eigenschaft. Ja, wer sagt, das hast du nicht. Aber das, du kannst in die Nähe kommen mittlerweile. Dass du Risiken erkennst und siehst, wo es passieren kann. Und dann dort ganz vorsichtig bist. Also Stichwort ist Artificial Intelligence. Das, mit dem machst du natürlich wahnsinnig viel. Also, aber gibt es bei euch noch Menschen? 5.500 Angestellte. Bei manchen Banken hat man den Eindruck, es gibt nur noch Maschinen für den Klienten. Wir haben 5.500 Vollzeitstellen. Ungefähr 5.800, 5.900 also Personen. Sondern wirklich Menschen. Wo Tag für Tag sowohl Kunden wie aber auch die internen Kunden bedienen. Der Bankkunde kann auch an die Menschen gelangen. Ja. Und ihr wollt nicht einem Bankkunde sein Bargeld wegnehmen, ist das richtig? Ja, da haben wir kein Interesse dran, oder? Ja. Also das ist nicht unser Ding. Es gibt so eine Tendenz, man soll gar kein Bargeld mehr haben. Nein, es ist nur natürlich eine Tendenz, ist manchmal anders angesteuert. Manchmal kommt es jetzt im Covid, oder? Manchmal kommt es auch von Kundenseite, wenn man jetzt sieht, wie viele Leute gehen überhaupt noch an einen Schalter beispielsweise. Das kann man schon vor Covid sein. Dann merkst du auf einmal, es sind eigentlich gar nicht mehr so viele, oder? Die tun ihr Zeug da. Ja. Weißt, früher war es doch so, du hast bei der Bank das Geld bezogen am Ende des Monats. Und dann bist du mit dem Geld zur Post oder bist du einzahlen. Ja, richtig. Ein Blödsinn, finde ich. Oder? Gut, da machst du heute mit dem Handy oder mit dem E-Banking. Klar. Aber es sollte, finde ich, doch noch die Möglichkeit bestehen, ich will die paar Hunderternoten oder die paar Tausendernoten haben. Also ich bin persönlich, wirklich ganz persönlich, ein totaler Verfechter von Bargeld. Ja, ich auch. Also das ist klar. Ja. Bargeld, Gold, alles, also reelles Gold, das sollen die Bürger dürfen erwerben und dürfen haben. Ja. Nicht, dass nur alles noch unter staatlicher Kontrolle über IT läuft. Ja. Das ist meine ganz persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie alle anderen in der Bank da stehen, aber meine persönliche Meinung ist es klar, Bargeld ist wichtig. Ja. Wir haben jetzt übrigens auch wieder gemerkt, der Bedarf ist auch ein bisschen höher geworden, da stehen wir dazu. Wir arbeiten auch dort, wo keine Filialen sind, nur wenn es Bankomaten dort sind. Also dann kauft sich auch jemand mal ein paar Krugerrente oder so, um es zu Hause zu behalten. Das kann ich dir nicht sagen, wahrscheinlich schon. Aber oder ist schon irgendwo oder in Banksafe oder irgendetwas. Wahrscheinlich schon. Ihr habt sicher auch das Thema, wo natürlich bei der, also ihr seid ja eigentlich eine Grossbank, aber nicht eine total internationalisierte Grossbank. Sagen wir, du erinnerst dich an den berühmten Fall Adoboli. Ja. Und das ist bei einer schweizerischen Grossbank passiert. Ja. Da hat ein Prokurist in England können mit dem Druck auf den Enter-Knopf in Termingeschäften der Bank etwa 2 oder 3 Milliarden Schaden machen. Ja. Ist das noch möglich oder ist das jetzt heute besser unter Kontrolle? Ich denke, wie das bereits gesagt haben, die Artificial Intelligence, überhaupt die IT-Lösungen, die man heute hat im Risikomanagement, die meisten Händler haben einen ganz gewissen Betrag zur Verfügung, wie viel sie können machen. Also wo denn umfasst, was sie als Nachschusspflicht dürfen einbauen? Beispielsweise, oder? Und so, sie das wo einfach irgendwo das aber wirklich begrenzt auf ein Einzelnen. Ja. Ich glaube, wie wir nie können sagen, ist zu 100% nicht mehr möglich, oder? Ja. Aber ich würde sagen, zu einem viel grösseren Prozentsatz. Da ist die Sicherheit gestiegen. Da würde ich wirklich sagen, dass nicht ein Einzelner einfach da kann, jetzt irgendwo sich über so riesige Beträge da verfügen. Und es wird bei uns wirklich sehr gut angeschaut. Also ich muss gerade sagen, es war nicht bei euch gewesen. Nein, das ist noch wichtig zu sagen, oder? Ja. Nein, da legen wir an dort sehr viel Wert drauf. Aus deinem Leben weißt du natürlich, wenn einer will kriminell sein, es gibt dann Kriminalität auch gegenüber Banken. Es gibt zum Beispiel Bankomatskimming, es gibt diverse. Im Moment ein riesiges Thema Internetbetrug. Ja, ja. Und da haben da sicher Bankkunden, die darauf reinkommen, wenn Leute im Internet enorme Versprechen machen. Und nein, haben wir nicht so. Nein, muss ich ehrlich sagen. Ich wundere mich übrigens immer noch, wie viel E-Mail das
dass es überhaupt Leute auf das eingehen, wegen dem. Meistens ist es ein nigerianischer Verwandter oder so. Im Moment ist akut auch Osten. Osten jetzt, es kommen solche Mails aus Rumänien, Bulgarien, Russland, Ukraine und so weiter. Die Lotto-Geschichten sind auch immer die spanische Lotterie. Zum Beispiel Afrika war vor allem mit der Banknote. Ja. Ein englischer Treuhänder hat 50 Millionen von mir im Depot und man muss 500.000 zahlen, um sie auszulösen. Zahlen Sie mal, du wirst lachen, ein ehemaliger Bankdirektor von einer Grossbank ist auf so etwas reingesegelt. Ja, unglaublich. Der Fall habe ich dann gehabt. Also wo es also ziemlich echt ausgesehen hat, ich habe es mal ein bisschen verfolgt, weil ein Kunde mal früher von mir hat das gemacht. Das war die spanische Lotterie. Die haben also dann nicht irgendwie ein No-Name in einem Dings-Präsidium gehabt. Die haben also eine Adresse gehabt. Wir hätten dort wirklich ran können. Das ist das, wo man so als Anwalt alle zwei Wochen die Mitteilung bekommt, man hat 10 Millionen gewonnen. Und um die abholen, soll man ein paar Tausend einzahlen. Ist, glaube ich, so. Aber da hat es also Leute gehabt, wirklich, die da mitgespielt haben in Spanien. Wo er einen Namen hatte, hat man anschauen. Also das ist also wirklich noch eklig. Viel grösseres Problem heute aber ist Cyberkriminalität. Wo heute können Sie ja Stimmen anmachen. Oder? Wie ist das mit Kryptowährungen? Tut die Kantonalbank Kryptowährungen auf Wunsch vom Klient auch handeln? Oder? Das ist jetzt nicht. Nicht. Ja. Aber man hat viele. Mir ist da noch nicht wirklich so weit, wie das aussieht, steuerlich und so weiter und so fort. Es ist, mich dünkt, ein wahnsinnig gefährliches Thema für den normalen Anleger. Ich habe jemanden kennt, der hat im Jahr 2009 für 1'500 Franken Bitcoin gekauft. Das sind heute x Millionen. Das wird dann immer so quasi gesagt, ja, man kann in kurzer Zeit Millionen. Kann genauso gut ins Loch hinein. Ja, bis jetzt ist es total. Ich glaube, man muss den Überbau sehen. Der Überbau Blockchain-Technologie finde ich wahnsinnig wichtig. Da führt also wenig dran vorbei. Das muss man nicht allein, aber das muss man können, gescheit können mit. Dass man irgendwann Blockchain, auch muss können, da sagen wir auf Wunsch von einem Kunden etwas handeln. Ja, oder Verträge, oder? Ja. Verträge im Blockchain weitergeben und so weiter und so fort. Ja. Oder irgendeine Aktie können handeln von einem KMU vielleicht, oder? Wo halt nicht böse kodiert ist. Ja, so Zeugs. Immobilien via Blockchain weitergeben. Ja. Also wenn sich das entwickelt, das finde ich wirklich gut. Aber dann muss man es im Auge behalten. Aber wieder den Grundsatz mit Umsicht. Ja. Also Eile mit Weile ist der römische Grundsatz. Ich habe das gleiche Ding, wie du sagst. Oder? Du weißt, wie sich die Kryptowährungen entwickelt, der Bitcoin entwickelt hat. Oder? Einer von denen, der Millionär wurde, war der, der Pizza verkauft hat. Oder? Ah ja? Das hat 2 Bitcoin gekostet. Mal. 2 Bitcoin, oder? 2 Bitcoin. Und das sind dann... Das ist heute dann, wie viel? Ja, ich weiß jetzt nicht, den aktuellen Kurs kenne ich nicht, aber es wird wahrscheinlich etwa 20'000, 210'000 sein, oder? Ja. Ich muss sich einfach nur schon allein das vorstellen, wie inflationär so das ist, wie das eigentlich fast nicht kann sein, oder? Ja, mir hat ein ehemaliger CEO von einer Grossbank gesagt, das ist natürlich ein Gebiet, wo zum Beispiel in einem Land, wo 200% Inflation hat und vielleicht 100% schon in einem Monat, ist das ein Thema. Ja. Dann kommt es gerne nicht mehr darauf an, ob du irgendeine Deckung von der Währung hast, sondern dann nimmst du das, wo noch irgendwie verspricht, noch etwas wert zu. Das ist übrigens bei der Immobilie das Gleiche, oder? Ja. Wenn du heute schaust, wenn jetzt jemand aus vielleicht Osteuropa oder aus einem arabischen Staat oder so, in der Schweiz Immobilien kauft, ist wahrscheinlich heute relativ gleich, ob die in 5 Jahren 20% weniger wert ist. Oder? Nicht nur wert ist, oder? Das ist nicht, aber das hat einen anderen Aspekt, oder? Ein Immobilien kaufen. Das ist ein Wert, der kaum auf Null runtergeht. Genau. Oder? Und
da ist ja jetzt das andere Problem, der Zins ist auf null praktisch. Fast auf null. Da kann sich im Prinzip jeder eine Hypothek leisten. Wie machen wir das? Jetzt kommt der Schangli, der sagt, ich bin gerade Pizzabote. Ich werde dann irgendwann Millionär, das kann er sagen. Aber im Moment habe ich ein Minimaleinkommen und ich würde gerne die Überbauung kaufen. Gebt mir doch gerade 10 Millionen. Das ist natürlich nicht möglich. Es ist einfach, theoretisch wäre es so, wie es damals zu Spar- und Leihkassen tun sollte. Wenn es noch so wäre, dann wäre das möglich gewesen, oder? Ja, ja. Aber heute steuerst du das natürlich vor allem auch über das Eigenkapital, das du brauchst, über Amortisation, also Eigenkapital über interne Verzinsung, da, oder? Das bleibt. Ja. Und dann schau dir auch an, wie das aussieht, wenn der Zins ein bisschen steigen würde. Das ist in der Tragbarkeit. Rechnen, wird das natürlich angeschaut. Die sollte nicht prohibitiv sein, also sollte jemand mit einem anständigen Einkommen können, etwas machen. Ja, ja schon, aber das muss, oder das ist, ich glaube, das gehört natürlich zum gescheiten Banking und zum verantwortungsvollen Banking gehört das eben schon dazu, dass man aufzeigt, da und was da geht es nicht mehr, wenn sagen wir, plötzlich 5% wird. Das ist klar, oder? Jetzt kannst du aber auch nicht der Letzte, du kannst natürlich auch nicht sagen, du gehst auch nicht immer vom allerschlimmsten Fall von 8% Zins aus oder so. Das ist extrem, dort Anfang 90er Jahre. Da gibt es natürlich schon noch andere Verwerfungen. Ja. Ich glaube, auch dort, oder? Es gibt so einen Punkt zwischen dem, was eine Bank kann anbieten kann und dem, was Eigenverantwortung auch noch ist. Oder? Ich würde jetzt auch nicht jedem Menschen die Eigenverantwortung wegnehmen, wenn ich einen Kredit will, muss ich mich mit dem auch ein bisschen auseinandersetzen, was das heisst. Und wenn ich jetzt heute eine Immobilie will für 2 Millionen Franken irgendwo dort und dort. Dann musst du mal 10 oder 20% Eigenkapital bringen. Ja, also Minimum. Ja. Also Minimum, ja, eigentlich 20%. Ja, das kommt schon noch ein bisschen auf die Dinge an. Oder? Ja. Dann musst du noch die Verzinsung auch noch können, die Intern musst du können, gewährleisten. Also all die Kosten, die so eine Immobilie halt eben hat. Habt ihr da nicht denn den Kunden, der sagt, ja, schau, das ist ein fantastisches Projekt, wenn die ganzen vermietet sind, dann deckt das mehr als die Hypothek, sogar das Doppelte. Und das meinst du, wenn einer eine gesamte Liegenschaft kauft und dann, die ganzen Vermieteten, die decken doch alles. Ja, also ich kann dir nicht genau sagen, wie jetzt da im Vertrieb die Leute arbeiten. Was wir natürlich identifizieren, sicherlich ist Rendite, sogenannte Renditeobjekte, sind die, die natürlich eher jetzt am Risiko stehen als Einfamilienhäuser beispielsweise. Da schauen wir natürlich schon drauf. Also am Schluss, wenn weder wir auf dem Hypotheken sitzen, dann noch, wenn wir das im Kanton dann überlassen, dann sind die Leute verantwortungsvoll genug. Habt ihr sehr, also das kann man sicher nicht genau so beantworten, aber habt ihr sehr viele Fälle, wo die Leute dann nicht mehr die Hypothek können zahlen und das Haus muss versteigert werden? Nein, also ich kann mich nicht, also ich sehe nicht viel. Ist im engen Bereich. Also es wird auch nicht null sein, selbstverständlich, weil das gibt es immer, oder? Dass aus verschiedensten Konstellationen, familiären, beruflich oder weiss ich was, einfach das und das passiert, was du auch nicht in der Beratung immer kannst. Es gibt Unternehmen, die kaputt gehen, es gibt Scheidungen häufig Scheidungen, natürlich, oder? Ist es natürlich zu einer Auseinandersetzung führen, wo man das Haus nicht mehr kann halten. Das kann man auch nicht immer steuern, logischerweise, oder irgendwo das Familienleben kannst du nicht auch noch Einfluss nehmen. Ja. Darum sage ich, auch dort ist Eigenverantwortung natürlich angefragt. Aber nein, es gibt nicht so viel, zum Glück. Das zeigt ja eben auch unsere Geschichte auch, dass wir das wirklich im Griff haben. Ihr habt sehr wenig Verlust auf dem Bereich. Ja. Also sind da umsichtig vorgegangen bei der Vergabe, sonst gäbe es mehr Verlust. Also das kann man so sagen, oder? Umsichtig bei der Vergabe und natürlich auch vorausschauend im Sinn, was könnte jetzt passieren in den nächsten Jahren, auf was können wir da Wert legen. Wie sollen wir das künftig anschauen? Wir haben gewisse Bundesvorschriften schon vorweggenommen. Da gerade noch eine Frage. Es gibt die
Vorschrift jetzt ja von der Nationalbank mit sogar Negativzins, wo ihr der Nationalbank zahlen müsst. Wenn ihr gern Geld bei der Nationalbank wollt deponieren, muss das die Bank eigentlich? Es gibt die sogenannte Mindestreserve, halt, die Banken müssen haben. Und gerade wir als, ja, wie du weißt, systemrelevante Bank haben nochmal besondere, wie natürlich die anderen systemrelevanten Banken auch, besondere, ja, Vorschriften. Systemrelevant ist die Übersetzung von too big to fail. Ja, Entschuldigung, kann man so, das ist jetzt ja, sehr salopp. Kann man so sagen, ja. Ja das klar. Darf nicht kaputt gehen im Kanton Zürich. Ja. Genau, ja. Und auch für die Schweiz wäre es schlecht, oder? Aber ja. Hier da ist ja. Es gibt sogenannte international systemrelevant und wir sind jetzt natürlich national systemrelevant. Sind froh. Also ich glaube, das ist etwas, was man nicht muss anstreben, dass man international systemrelevant. Aber immerhin, wir sind systemrelevant und auf deine Frage zurückzukommen, ja. Darum müssen wir auch einen gewissen Teil von unserer Liquidität bei der Nationalbank haben. Und dort zahlen wir. Ja, ja. Wenn es Minuszins ist, Minuszins. Wenn es Pluszins ist, bekommen wir Zins. Aber jetzt ist es tatsächlich die 0,75% Minuszins. Ja. Aber jetzt doch noch zur Nationalbank. Nationalbank tut, um den Franken kaputt zu machen, also abzuwerten. Ja. Tut sie Fremdwährungen einkaufen, also Papier, sei es von Pleitenstaaten, sei es von Nicht-Pleitenstaaten, Fremdwährungen. Zurzeit sind es, glaube ich, gegen 800 Milliarden. Macht das nicht Sorgen? Wenn ich mir denke, es braucht eine Bewegung von 3% und dann ist unsere Nationalbank überschuldet. Nun gut, Nationalbank sind ein bisschen Wunderobjekte, die können sogar überschuldet noch weiterarbeiten. Aber ist das eine gesunde Entwicklung so? Es ist immer, ich finde, da ist auch ein bisschen die Frage vom Huhn und vom Ei, jetzt, ehrlich gesagt. Ja. Oder? Ja. Eins muss man, also das muss einem schon auch ein bisschen Sorgen machen, ehrlich gesagt. Das ist sicher so. Auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, ja, was soll es denn sonst machen? Weil die Minuszinsen hat ja nicht die SNB erfunden. Oder? Ja, das ist richtig. Auf einer aber anderen Basis. Wenn jetzt der Schweizer Franken steigen würde, ja. Wenn du dich zurückerinnerst, in die Zeit vor dem Euro sogar, ja. Es hat Drachmen gegeben, es hat Lire gegeben, es hat Peseta gegeben, ja. Es hat alle die Währungen gegeben. Ja. Die sind gegenüber dem Schweizer Franken rapid gesunken, ja. Ja. Und unsere Wirtschaft hat damit geschafft. Ja. Man hat gehatcht. Ja. Das heisst, Terminverträge gemacht auf Schutz, ja, von Währungsschwankungen. Es ist gegangen. Wieso soll das heute nicht mehr gehen, dass man den Schweizer Franken auch ein bisschen Lord aufkommt? Ist eine gute Frage, oder? Ich glaube, da müssen wir schon auch noch Spezialisten das beantworten lassen. Ich bin auf dem Thema kennen. Aber was ich habe die ein oder andere Gespräche auch mit Unternehmern. Ja. Da gibt es sicher auch unterschiedliche Meinungen, oder? Und ja, es sind nicht nur SVP-Unternehmer. Ja. Wo sagen, eigentlich ist das für die... auch die Umsichtigen. Wahrscheinlich, oder? Genau. Nein, wo eben wirklich auch sagen, eigentlich ist das vorbei. Wir müssen den Franken nicht mehr schützen. Ja. Jetzt, weil wir wissen, was wir zu tun haben. Das war früher der Fall gewesen. Jetzt ist natürlich das ein bisschen rapid gekommen. Dann ist die ganze Euro-Zeit gekommen, wo man es verlernt hat quasi. Aber man weiss doch eigentlich, wie man mit einem starken Franken, ja, umgeht. Mir macht etwas speziell Sorge, ja, für den Bürger, für den Einzelnen, der betroffen ist letztlich. Wenn die Nationalbank unsere Währung einstampft oder entwertet, ja, dann hat doch der Bürger, jeder Bürger mit seiner Altersversorgung, mit seinem Sparvermögen, der leidet darunter, weil er weniger kaufen kann. Ich sehe es im Moment. Ich würde es von einer anderen Sache sehen. Mir würde mehr Bedenken machen. Darum wundert es mich, wieso dass nicht Parteien viel mehr aufspringen. Wie kann man auch international bewirken, dass die Minuszinsen aufhören? Oder? Ja. Weil jetzt musst du dir vorstellen, oder? Du hast AHV, Pensionskasse. Ja. Die Umwandlungssätze auf die nächsten Jahre. Ich rede jetzt nicht als ZKB irgendwann noch Minus. Ja, oder? Was kommt dort? Oder? Heute hast du nur die Möglichkeit, fast neue Aktien anzulegen.
ja. Eine Obligation heute, wenn du ihnen anleitest, würde ich da als einer aus einfach von meiner Vergangenheit. Eine Obligation ist heute auch schlimmer als eine Aktie. Ja, früher noch hat das 5% Zins gebracht, ja. Das ist gut. Heute kannst du nur noch in Aktien, weil die Obligation 0% bringt. Ja, und jetzt musst du dir mal vorstellen, wir haben teilweise Minuszins. Jetzt hast du 0% bei einer Obligation. Nehmen wir mal einfach die 0%. Und das steigt auf 5. Ja. Tja. Dann verlierst du aber viel Geld bei Obligationen. Nun, dass es nicht knallt, das ist natürlich eines der politischen Anliegen auch von deiner Partei. Und ich glaube, es ist gut, wenn unsere Parteien sich die Worte vom Roger Liebi zu Herzen nehmen, dass man einmal probieren sollte, darauf hinzuwirken, dass das Spiel aufhört. Ja. Wir haben kein religiöses Verbot von Zins. Nein. Wir haben eine Entwicklung, wo eigentlich pervers ist. Ja, es ist also es schattet zu, oder ja. In Zukunft schattet das. Ja. Sogenannte implizite Verschuldung nimmt zu. Ja. Die Leute werden können viel weniger aus ihrem Geld haben zur Verfügung am Schluss. Und da sollte man sich deine Worte merken, mit Umsicht vorgehen. Auch unsere Politiker, denen das gerade ins Ohr gesprochen, genau. Hört auf den Roger Liebi, wenn es um Finanzpolitik geht. Ja. Roger, ich sehe das Zeichen, wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch. Danke, Andi. Ich glaube, ich hätte mühelos mit dir können beliebig weitergehen. Ja, ich das glaube. Macht Spass. Super, ja. Und ich danke dir ganz danke herzlich. Danke vielmals. Danke dir. An dir noch viel Erfolg weiterhin. Gell? Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Roger Liebi, Präsidiumsmitglied der Zürcher Kantonalbank, ein herausragender Banker, Schweizer Banker. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.